Moin Leute, ja, es ist soweit, es geht weiter, wie angekündigt, meine einer vor der Kamera, wie war das Lakers, hinter der Kamera. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, ihr lernt ihn kennen, weil ich werde ihn natürlich auch mal vor die Kamera holen, weil es ist doch immer schön, wenn man weiß, mit wem man zu tun hat, ne? Richtig. YouTube ist halt ein bisschen eingeschlafen bei mir und wir haben uns gedacht, wir kennen uns schon so lange, haben uns zwar ein paar Jahre aus den Augen verloren, aber jetzt starten wir gemeinsam durch und liefern euch wieder richtig schönen Content hier in seiner Qualität mit meinem Schnack. Eine geile Kombi, oder? Ja. Hier befinden wir uns in dem Kenos Playground. Das ist aber nicht der Playground, wie wir ihn kennen. Richtig. Zwischendurch musste ich einmal mit umziehen und als sei es nicht genug gewesen, müssen wir jetzt wieder umziehen. Aber dazu später. Ja, Herr Kevin. Rado 1. Momentan kein Motor drin, hat einen Grund, muss wieder aufgebaut werden. Ich habe den jetzt seit knapp 15 Jahren im Besitz. Hab den vom Kumpel damals gekauft, war ein G60 damals, hab ihn als Rohkarosserie gekauft, den umgebaut auf 12V6. Mit Fächerkrümmern Gruppe A. Bin ich ungefähr ein halbes Jahr gefahren und ich so, nee, das muss wieder drücken. Umgebaut auf VW Turbo 12V. Letzten 6 Jahre noch als 12V VW Turbo gefahren. 3 Liter zum Schluss mit GT35 drauf. Und Quatsch, knapp 600 PS. Ja, und dann kam mal eine Zeit lang, da war einfach gerade nichts, weil no money und das kostet immer alles. Ja, und dann habe ich ihn 2019 wieder reaktiviert, wieder neu aufgebaut als 24V aber. Gleiche Leistung wie vor, aber ganz anderes Auto. Ne? Und ja, viele kennen mich halt raus vom Viertelmeilefahren. Der schwarze Mann mit dem weißen Auto, ne? Ach, ich hänge einfach an dem Auto. Ich weiß ja nicht, inwiefern ihr das mitgekriegt habt, aber jetzt einfach nur mal ganz kurz nochmal, warum das jetzt so hier steht. Letztes Jahr gab es dann so eine Einladung. Das war ein Rundkurs. Da habe ich Blut geleckt. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Als ein freies Fahren halt war. Ja, und dann gab es von mir nachher eben den technischen Defekt. Ich habe mich halt gedreht. Dann ist das hier passiert. Nicht schön, aber ja, da fing für mich eine harte Zeit an, weil ich habe das Auto schon so lange unfallfrei, rostfrei. Und jeder, der mich kennt, der weiß, wie ich an diesem Auto hänge. Dann fragst du so ein bisschen in der Runde, seine Freunde, lohnt sich das? Dann habe ich halt einen Aufruf auch mal gemacht. Dann kam auch die eine, die können den Timo von Autodiastik aus Hamburg. Danke, Digga, übrigens für deinen geilen Support und so. Ja, wir sind das einfach mal hier durchgegangen. Ja, dann kam so nachher die Idee, ach komm, schneiden wir ihn durch und hängst ihn nach eine Wand. Vorderwagen abtrennen und machen ja einen Grill vorn so, ne? Ja, und da habe ich auch echt gedacht, oh, könnte man machen so. Aber ich kann da keine Flex ansetzen und den Vorderwagen abtrennen. Geht so voll gar nicht, ne? Ende vom Lied ist, der bleibt. Er wird auch wieder auf die Straße kommen. Was ich da aber genau mit vorhabe, kann ich euch nicht sagen, weil ich das auch selber noch nicht weiß. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Rado 1 immer Rado 1 bleiben wird bei mir und den kriegt kein anderer. Rado 2. Was ist der Unterschied zwischen Rado 1 und Rado 2? Die Fahrgestellnummer. 2 Ziffern Differenz nur. Ist geil, ne? Ja. Also sind beide eigentlich gleich alt. Beide jetzt quasi 31 Jahre alt. Unterschied zum 1er halt. Promotion. Aber noch nicht fertig. Die haben hier angefangen, den auf Promotion umzubauen. Da ich ja den Crash mit dem Rado 1 hatte, habe ich jetzt quasi das Herz rausgenommen und hier rein implantiert. Aber es war nicht blutig, nur ölig. Hinten, Diff, Alex, ist alles nur provisorisch. Mein ganz großer Dank an Kim von Hot Wheels. Mega danke. Das muss ich jetzt einfach mal zeigen. Die haben mir diesen schönen Halter anfertigen lassen, hinten, für die Haltex-Halterung. Das ist komplett selbst entwickelt, ne? Und dann CNC ausgelasert oder keine Ahnung wie.
Auf jeden Fall richtig speziell, richtig krass. Geil, danke nochmal für den geilen Support. Und von Kim habe ich auch übrigens den Rado abgeholt aus Schaffland oben. War einfach total witzig, weil der Corrado wurde hier schon mal in der Nähe von einer anderen Firma, ja, quasi umgebaut. Keine Ahnung, wie die Umstände halt waren bei dem Vorgänger oder Vorbesitzer. Irgendwie war die Luft dann raus. Kennt ihr ja selber, ne? Du schraubst und baust. Und irgendwann entweder ist keine Kohle mehr, keine Zeit mehr oder hast man doch gar keinen Bock mehr auf das Projekt, weil du irgendwie nicht weiterkommst. Klar, und dann ist auf jeden Fall das Auto, der Corrado, wieder von hier aus Friesland hoch, ganz hoch in den ganz hohen Norden. Und dann bin ich da wieder gestolpert über ihn hier. Gesehen, ja, Nägel mit Köpfen gemacht, hingeflitzt, abgeholt. Ja, und dann bin ich angefangen umzubauen. So, mittlerweile sind wir soweit. Kardanwelle, Motor, Cashtan, alles soweit drin. Guck mal da oben. Ja, soweit sind wir jetzt. Jetzt geht's weiter hier. Auspuff. Ich liebe Auspuff bauen, ne? Klar, ich liebe das Schrauben, aber es gibt immer so gewisse Parts, da gehe ich richtig drin auf. Und Auspuff war schon immer meins, so, ne? Das ist so. Oh, wenn dann nachher fertig ist und du den Schlüssel umdrehst und so. Ja, wie wieder klingt, wie wieder klingt. Und wenn du dann richtig mal das erste Mal durchlädst, also so richtig. Darf ich ehrlich sagen, aber ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Genau, Shift Card. Bam! Und hinten so eine Flamme rauskommt. Wir haben jetzt hier eine 4-Kolben-Bremsanlage vorne. Wird aber auch noch umgebaut. Weil ich werde auch das Rado 1, die 6-Kolben-Bremsanlage hier jetzt noch verbauen. Aber das bleibt jetzt erstmal so, weil wir jetzt in den nächsten Tagen mit dem Fahrzeug erstmal auf den Prüfstand wollen, um den abzustimmen. Wir haben jetzt das Setup noch ein bisschen geändert. Anderen Lader, den haben wir bauen lassen von Spetshop. Das sind Holländer. Dann haben wir hier einen anderen Stoßaufladungskrümmer jetzt drin verbaut. Emu Classic habe ich drin. Fürs Allrad habe ich einen Standalone Controller fürs Haldex. Den Motor habe ich damals von Andy gekauft, Turbogarage. Ja, einige kennen ihn aus der Viertelmeile-Szene. Ja, ist schon wild unterwegs und ich kann nur sagen, ich bin echt mega zufrieden. Ich habe bis dato ja nur die 12V gebaut und 24V war jetzt was ganz Neues. Und da habe ich gesagt, weil es schnell gehen musste damals, kaufst du dir den Grundmotor und baust drumherum halt, ne? Nicht, dass ich selber kann, aber 24V war jetzt einfach was Neues und musste schnell gehen. Deswegen habe ich mir diesen Motor so gekauft. Ich habe jetzt halt nur außenrum die Komponenten halt selber umgebaut. Wie zum Beispiel hier habe ich jetzt auch eine 2-Scheiben-Kupplung drin. Das Getriebe ist komplett von Lok Drehmoment gemacht worden. Mit Vollwelle. Ja, alles verstärkt, was irgendwie geht. Ich möchte ja mal so ein 1000 PS Auto bauen. Ja, getriebemäßig, baue doch DQ250 ein. Getriebe gekauft. Und ich kann es nicht verbauen. Es geht nicht. Ich kann nicht. Warum kann ich nicht? Nee, muss ich so. Bäm, schalt, ich brauche das. Und so mit Schaltwirken. Nee, ist nicht so meins. Ja, 24V. Alu, komplette Druckleitung aus Alu. Komplett verschweißt. Finde ich persönlich halt schöner. Ich habe früher auch immer mit Silikonbogen hier gearbeitet. Habe ich jetzt aber leider nur noch unten halt jetzt am Ladeluftkühler. Danke nochmal an Patrick, mein Schweißer des Vertrauens. Ich kann kein Alu schweißen, überhaupt nicht. Er hat mir auch die Downpipe gemacht. Hier haben wir den schönen Turbolader. Ist Grundlader ist Holset und dann von Spetshot komplett modifiziert worden auf meine Wünsche. Mit dem Lader ist es jetzt so, der ist jetzt ausgelegt für Leistung bis 800 bis 850 PS. Mit diesem Setup jetzt wollen wir nachher 700, 750 PS. Die möchte ich da schon haben. 980er Bosch-Düsen haben wir hier drin und. Komplette Downpipe ist 3,5 Zoll, 89 mm hier. Emu Classic verbaut mit E-Gas. Dieser Catch-Tank, ja, der hat's in sich. Den musst du haben, den musst du haben. Also gesagt. Weil das von Porsche stellt, da stand eine Summe. Ich dachte, ich bin vom Glauben aufgefallen. Mehr kann ich jetzt auch gerade gar nicht sagen, weil mir fällt mir auch nicht ein. So, und Kong ist ja letztes Jahr noch dazugekommen, ne? Mein kleiner hier. 6 Zoll Lift Kit. Cummins Power. 5,9 Liter. Wir haben es aus der Rolle gehabt. 309 PS und 1180 Newtonmeter Drehmoment. Dann ist die Frage, wofür braucht man sowas? Haben ist immer besser als brauchen. Aber ich brauche es tatsächlich, weil Kong muss arbeiten. 5,9 Liter Cummins Diesel. Ja, hier sieht man noch ein Dachzelt, ist alles drauf, weg. Damit ich im Gelände auch kräftig unterwegs bin. Ah!
aber das... So wie alles. Kommen Sie mit. Das ist Combs Hauptwerkzeug, damit mal so, ne? Renntrailer jetzt für Modeverein. Und ja, bin ich auch echt richtig, richtig ultra zufrieden mit. Hab die Firma auf Essen IMS kennengelernt letztes Jahr. War auf der Suche nach meinem Trailer. Wollte auch geschlossen haben, hab mir auch verschiedene angesehen. Ja, aber in dem habe ich mich rein verliebt. Nur ganz kurz, ich zeig euch mal warum. Darum. Da kannst du hier na, das Ende spüren. Das war der einzige Kaufgrund. Nein, Mann. Aber das hatten sie halt auf der Messe bei einem und habe ich gesagt, das muss ich auch haben. Elektrische Winde, hier auf der Schiene verschiebbar, eigene Stromversorgung, wird auch noch geladen über die Anhängersteckdose, drei Spiegel drin, hier wie man sieht, schöne Rampe. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 5,50 Meter bis hier vorne. Insgesamt sind es 6,5 Meter, meine ich. Ja, kompletter Aluaufbau. An den Seiten haben wir hier schöne Jalousien. Da die Batterien können wir so seitlich aufschieben. Luftfahrwerk. Richtig geil für Fahrzeuge. Da springt nichts. Der läuft einfach mega geil hinterher. Und ich glaube, bei Grip haben sie, ohne dass ich das wusste, sind sie mit dem Ding auch mal über die Nordschleife gefahren, der DMW. Total verrückt. Ich weiß nicht, ob Matthias das war oder so. Ich glaube, Matthias war das damals. Zuerst gesehen habe ich den Trailer mal bei JP und Sid. Der hat den auch, Sid Hoffmann. Und der gehört halt auch mit zum neuen Playground und zum ja, neuen Business. Ich demnächst auch euch zeigen werde, was dazu kommt. Wir haben den alten Playground gesehen. Jetzt geht's rüber zum neuen. Okay, no. Man hört meine Stimme zum ersten Mal, aber egal. Was hast du vor? Ich nehme euch jetzt mit. Neuer Playground. Woo. Ah, es ist einfach geil. Ich bin einfach glücklich. Es hat ein paar Jahre gedauert. Insgesamt 20, gut 20 Jahre zu dem hier. So, willkommen in meinem neuen Playground. 720 Quadratmeter, schön isoliert, geiles LED-Licht. Ich hab noch nicht alles so genau so im Kopf wie was, aber ich hab schon mal so einen ganz groben Plan, wie das hier drin aussehen könnte. Fangen wir mal mit der Ecke an. Ganz wichtig, endlich eigenes Klo. Ja, wie so ein Klo. Ja, aber ja, da hast du da eine Halle, da musst du mal auf den Port und hier und da. Und ich habe hier eine Toilette drin. Ja! Yeah. So, und dann ist geplant, dass in diesem Bereich hier, jetzt kommt auch wieder was Neues, kommt dann der Merchstand. Oder halt auch von Firmen, mit denen ich halt zusammenarbeite. Sagen wir mal Ausstellungsecke, das klingt doch schön, ne? Daneben wollte ich schon immer mal haben, so eine kleine Show-Ecke. Ich mache hier schön Fußboden hier hin und dann kommt da so eine Art Lounge hin, so viel mit Sofa, Fernseher, vielleicht auch die eine oder andere Konsole, wo wir einfach abhängen, Autos vorstellen. Da könnt ihr nämlich eure Autos vorstellen. Lade ich euch ein und dann quatschen wir über eure Fahrzeuge, was ihr gemacht habt und so. Ihr könnt das ein oder andere Getränk dann auch zu uns nehmen, ne? So wie es jetzt halt hier gehört. Das ist so geplant in diesem Bereich, das wollen wir so auf gut knappe 90 Quadratmeter, soll das da passieren. Dann auf der linken Seite, gehen wir einfach mal parallel rüber. Das ist jetzt so der Bereich, wo dann quasi Autos geparkt werden, wo der Trailer hinkommt, wo dann die Projekte auch parken. Hier fängt jetzt der Bereich an, der jetzt auch neu dazu kommt. Hier werde ich dann Fahrzeugaufbereitung machen, ne? Innenreinigung, Außenreinigung. Genau, habe ich Bock drauf. Ja, dann könnt ihr mir eure Fahrzeuge herbringen und dann werden die hier wieder top gemacht, wieder schiermorgt. Dann in diesem hinteren Bereich kommen dann die Hebebühnen. Geplant eine Scherenhebebühne, dann irgendwie zwei, drei normale Säulenhebebühnen und vielleicht auch noch so eine Viersäulenbühne halt. Das soll dann halt hier hinten in dem Bereich passieren und dann auch alles immer ziemlich, dass man einfach hier hinten eine Fahrspur hat
falls es nicht mal auch so eine dreckige Jahreszeit ist, dass man da den immer einen sauberen Bereich hat. Nur hier und dann zack, 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 seine verschiedenen Bereiche hat, auf die dementsprechende Bühne halt fährt. Da will ich dann euch ja, meine Projekte zeigen. Wir werden dann halt gemeinsam dran schrauben und noch mehr. Und dann habe ich hier noch einen Bereich, da wissen wir noch nicht, was wir damit machen. Aber da wird uns auch noch was einfallen. Das jetzt mal so ganz grob, ne, damit ihr so ein bisschen den Einblick bekommt, was hier passiert. Fahrzeugaufbereitung, ein Studio, wo wir dann halt zeigen, was wir machen, euch einladen, Sachen einfach bequatschen, abhängen, vielleicht die eine oder andere Party machen. Aber hier könnt ihr mich dann auf jeden Fall besuchen kommen. Dann habt ihr auch eine Anlaufstelle, wo man mich trifft. Aber auf jeden Fall ist das hier das Neueste. Ich werde da einen separaten Kanal für machen. Das werdet ihr dann unter Fuel Dude 7 finden. Das hat den folgenden Hintergrund, damit wir das dann ein bisschen trennen, dass wir wirklich alles, was hier passiert, für die ganzen Autoliebhaber und Oldtimer-Liebhaber und, dass es dort zu finden ist. Und auf der Schwartenhaus-Fräsjung bleibt es weiterhin alles so vielseitig. Aber auf der Seite wird dann speziell Content geliefert, der hier entsteht oder hier mit in Verbindung steht. Ja, wenn ihr mir helft, wäre ich echt mega dankbar. Also lasst mir noch ein Like da, teilt es, abonniert den neuen Kanal. Lasst uns hier eine Menge Spaß haben. Bis dann, munter.